Gleiche Stelle, gleiche Welle, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer frisch radioaktiv verseuchten Folge Stalker Call of Pripyat. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge, doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses nukleare Killerprojekt der atomaren Zerstörungskauf. Ja, wir befinden uns gerade da, wo wir den Übeltäter, den Vampir gefunden haben, der Danila und Cruz auf dem Gewissen hatte. Tatsächlich ein Hämoglobinabhängiger, ein richtiger Blutsauger. Und jetzt wollen wir noch schnell die Szenerie aufräumen und uns natürlich direkt der nächsten Aufgabe widmen. Was hat er denn dabei gehabt? Hat er vielleicht einen Scanner dabei gehabt? Nee, aber jede Menge Medizin, jede Menge Verbände. Okay, steck ein. Wir haben ja genug Tragekapazitäten am Start. Was haben wir hier? Das ist Cruz. Cruz hat nichts mehr dabei. Schade. Aber das ist doch nicht alles, oder? Das ist doch nicht alles, was wir hier kriegen können. Aber das ist auch nicht der Ort, wo sich hier das Versteck versteckt hält. Ich frage mich wirklich, wo dieser Ort ist, wo wir dieses Versteck ausheben können. Das lässt mich nicht in Ruhe. Und dann wollte ich sowieso mal gucken, ob wir die Stalker da um die Ecke, die da hinten, ob wir die nicht vielleicht mal aus Spaß erschießen, um zu gucken, ob wir von denen eventuell den ein oder anderen Scanner bekommen. Warte mal, es ist eventuell das Versteck hier, einfach mal hier irgendwo ein paar Patronen oder Waffen dazwischen geklemmt. Nee, leider nicht. Vorsichtig. Fleischklumpen. Jede Menge Fleisch. Nope. Auch hier nicht. Schade. Es wäre, rein theoretisch müsste es genau hier irgendwo sein. Lässt mich einfach nicht in Ruhe. Wir sind hier schon so oft vorbeigelaufen. Ich habe mal dieser Stelle schon fast eine ganze Folge gewidmet. Aber naja, okay. Wir müssen es einfach hinnehmen. Doch kein unterirdischer Gang, wie ich zum Ende der letzten Folge gedacht habe. Macht ja nichts. Jetzt speichern wir nochmal feinsäuberlich und gehen auf Menschenjagd. Hallo? Habt ihr zufällig Scanner am Start? 3 Stück laufen hier rum, ne? 3 Stück. Der da. Und die beiden. Die kann ich mit einer Linie erschießen und dann muss ich mich schleunigst umdrehen und den anderen fertig machen. Toi, toi, toi. Nochmal frisch gespeichert. Hallo! Oh oh, oh oh. Ula. Wo ist er? Au, au, au. Alter. Enemy at the gates. Junge, was ist los mit dir? Komm raus. Ist er da drinne? Da ist er. Bullshit. Bombe. Haben wir's? Sieht gut aus. Wir hatten ja auch vorher mit denen gequatscht gehabt. So, wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Verdammt, auch keine Scanner. Aber ihr seid doch Stalker, wie macht ihr euch denn bitte auf Anomaliesuche? Oh, wow, wow. Da ist noch einer. Ich mähe euch alle nieder für die Detektoren. Ich bin der mieseste Hund überhaupt hier. Kein Scanner, schade. Wow, Granado? Wo ist er? Wo ist der Hund? Vielleicht mal Medikit spritzen. Das war eine ganz schöne Gruppe, da ist er. Sehr schön. Ja, so sieht das aus, wenn man jemanden erschießt. Eine unheimlich realistische Ragdoll-Animation. So, wollen wir mal gucken. Auch hier, keine Scanner. Mensch, Leute. Wie macht ihr das? Ist komisch. Wie macht ihr das? Egal. Nee, das hat jetzt keinen Sinn gehabt. Leider. Okay, dann laden wir einfach nochmal. Genau deswegen haben wir ja gespeichert. Aber beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal sind sie dran, ne?
am nächsten Mal. So. Das war's schon. Tschüss. So, wo geht's jetzt hin? Zurück zur Skadowsk. Den Leuten auf der Skadowsk berichten, was geschehen ist. Ja, von dem Blutsauger berichten. Da müssen wir jetzt hier lang. Aber wir können auch einen Umweg machen über die Schewtschenko. Über die Schewtschenko in der Hoffnung, dass wir eventuell hier oder dort besser gesagt ein Artefakt finden. Wir können es ja mal probieren. Da drüben ist das gute Stück. Könnte gut möglich sein. Vorsichtig. Yep. Dum, 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 dum. Denn wir brauchen ja noch so einige. Wenn wir dann sowieso bei der Skadowsk sind, können wir ja gleich mal gucken, ob wir irgendeins von unseren Artefakten gewinnbringend an den guten Bird, war das, ne? An Bird verkaufen können. Wow, war ich überhaupt schon mal hier? Das sieht verdammt cool hier aus. Ein altes Atom-U-Boot. Mit Versteck sogar. Mit Versteck. Hier hätten sie aber auch die Zweigstelle von der Skadowsk einrichten können. Aber auch hier kein Artefakt. Zumindest keins, was wir mit diesem Detektor erfassen können. Schade. Echt schade. Und genau, ich soll die Metallkisten zerstören. Habe ich gelesen. Danke für den Tipp. Vielen Dank für die Hilfe. Gerne weiter damit. Metallkisten und sowas mit dem Messer zerschnetzeln. Wenn man welche findet. Oh nein. Nicht hier draußen. Damn. Nicht hier draußen. Bin ich hier irgendwo in Sicherheit? Sieht schlecht aus, oder? Das leitet doch alles. Oh, hier brennt noch Licht. Ah, cool, hier sind wir sicher. Hier sind wir safe. Wer wohnt denn hier bitte? Wow, wer wohnt denn hier bitte? Hallo? Da muss doch einer das Feuer angemacht haben. Hier wohnt einer. Ich würde jetzt gerne die Emission hier verschlafen, aber das ist ja nicht drin. Hier wohnen einige Leute. Aber hier ist gerade keiner. Die sind auf Tour. Oh, vorsichtig. Hier sind wir safe. Und hier sollen wir warten. Und das machen wir natürlich auch. Oh oh, wenn ich das schon höre. Oh, fett, ey. Allein die Soundkulisse. Das wirkt sehr beeindruckend. Aber auch ein wenig verstörend, dieses spektakuläre Naturschauspiel. Aber wir haben noch den Anzug. Stresst uns das, wenn ich jetzt zu hoch gehe? Stresst uns das? Geht da vielleicht mein Anzug kaputt? Das wäre nicht cool. Wow. Wie krass. Wie krass. Aber auch hier kein Artefakt. Leider. Oh. Da komme ich gleich ein paar Leute besuchen, sehe ich gerade. Kommt schnell her, mein Freund. Mein Stalker-Freundenkreis. Aber noch sind wir safe, aber die hat glaube ich noch gar nicht richtig angefangen. Wow. Hier rein, hier seid ihr safe. Wow. Übel. Übler Shit. Richtig harter Tobak hier. Ah, jetzt verlieren wir Energie. Nein! Geh weg! Oh, jetzt hat mich das Missvieh gekillt. Das gibt's doch nicht.
Oh nein, jetzt dürfen wir das nochmal warten. Jetzt muss ich das nochmal warten, weil uns das olle Viech da gekillt hat. Naja, gut. Nimm mal mit, nimm mal mit. Wir bleiben diesmal unten, ja. Und dann auf einmal hat die Anomalie angefangen. Wir sind diesmal vorbereitet auf den absoluten Nahkampf. Schön runter hier wieder. Die ollen Wildschweine. Richtige Killer. Ist es schon hier? Oh, wir sind wieder falsch. Vorsichtig. Nee, hier ist safe. Hier ist safe. Hier bleiben wir kurz. Wobei, beim Feuer war doch auch safe. Da war das so schön warm. Da. Hier. Entdeckung warten. Machen wir. Alles cool. Die Kisten kann man nicht zerstören. Die hier jedenfalls nicht. Aber Metallkisten und so. Vorsichtig. Schön hier bleiben. Nein, nein, diesmal keine Sperenzchen. Diesmal keine Sperenzchen. Ich glaube, ich brauche nicht mal hier den Strahlenschutzanzug. Nein, nein. Wir haben es fast geschafft. Wir sind fast auf der sicheren Seite. Ja, und dann können wir direkt zurück zur Skadovsk. Auf geht's. Jetzt mal raus hier aus der guten Stube. Na, wo haben wir denn den Ausgang gehabt? Ich glaube, ein Stückchen höher müssen wir wieder. Genau. Und jetzt regnet es nur ein bisschen. Jetzt regnet es einfach nur ein bisschen. Naja, das macht ja nichts. So ein bisschen Regen hat noch niemanden geschadet. Vielleicht nehmen wir noch das Versteck mit. Das soll ja auch irgendwo sein. Springen wir hier schön feinsäuberlich rüber. Höp! Also die Steuerung, muss ich sagen, auch wenn ich eigentlich Jump-and-Run-Einlagen in Ego-Shooter nicht so cool finde, es sei denn, die Spiele heißen Dying Light oder Mirror's Edge, ist eigentlich ziemlich in Ordnung und ziemlich genau. Vorsichtig, wir wollen hier irgendwo was finden. Hier sind wir richtig, hier sind wir richtig. Ah, oh, ein Wodka-Versteck, wie geil. Da wird sich ja der Mechaniker freuen. Aber wir müssen eigentlich gar nicht zu ihm. Wir müssen gar nicht zu ihm. Unsere Sachen sind ja noch voll in Ordnung. Voll gut drauf und so. So ist Skadovsk. Darüber. Einfach mal rüber gesprintet. Höp. Höp. Aber der Regen ist einfach mal tonlos. Komisch. Und da sind wir auch schon. Hallöchen. So, wir wollen mal ganz kurz zu Bird. Welche Artefakte er gerade aktuell braucht. Hallo. Hallo, mein Freund. Gruß ist tot. Tremor hat ihn getötet. Wie auch die anderen Stalker. Und Tremor weilt auch nicht mehr unter uns. Tremor? Verdammt, diese Schlange war immer genau vor unserer Nase. Es hätte jeden von uns erwischen können. Warum ausgerechnet, Gruß? Danke, Kumpel. Du hast unser ganzes Lager gerettet. Hier, bitteschön. Dankeschön. Welche Artefakte brauchst du gerade? Auge, Blase, Schneeflocke. Auge, Blase, Schneeflocke. Nachtstern habe ich. Feuerball. Auge, Blase, Schneeflocke. Nee, habe ich leider alles nicht. Tut mir leid. I'm sorry. Aber du kriegst einen Hundeschwanz, kriegst du. Kannst du auch was mit anfangen, oder? Ja, kann er. Kann er machen. Na gut, dann sind wir auch hier fertig. Sehr schön. Nee, sorry. Sorry. Ich kann ja nicht weiterhelfen. Ich kann ja nicht mehr weiterhelfen. So, sie haben folgenden Erfolg errungen. Detective Fat A. Nice. Und nun... Nun geht's hier wieder hin. Pripyat 1. Mit Sulu darüber reden, nach Pripyat zu gehen. Genau. Das könnten wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, das machen wir auch. Direkt mit Pilot wieder zurück und dann suchen wir eventuell in Pripyat weiter nach den Artefakten, die wir für die Wissenschaftler brauchen. Für den einen Wissenschaftler. Naja, für den einen Typen, der Angestellter von den Wissenschaftlern ist. Das war ja nicht direkt ein Wissenschaftler. Das war ja ein Stalker im Auftrag der Wissenschaftler. Egal. Pilot! Jan auf Station. Bitte. So, kannst du mich nach Pripyat bringen?
Nach Prypjat? Nein. Ich bin mit meiner aktuellen Route schon so ausgelastet, dass ich keine andere brauche. Aber ich habe einen guten Kumpel, der in der Jupiteranlage gearbeitet hat. Er hat mir erzählt, dass unter der Anlage Tunnel sind, die nach Prypjat führen. Stimmt, haben wir rausgefunden. Bring mich zur Janusstation. 1000 kriegst du. Bitteschön. 1000 Kronkorken. 1000 Kronkorken. Na komm. Ich weiß, es dauert wieder ein bisschen länger. Ich glaube, das war in Folge 1, wo wir, also, nee, Quatsch, Folge 1, Folge 24, die erste, die ich heute aufgenommen habe. Da ist das Spiel genau an dieser Stelle abgebrochen, abgestürzt und ich musste schneiden. Aber diesmal alles wunderbar geklappt, sehr schön. So, wo müssen wir jetzt hin? Zu dem Turm. Der ist hier direkt um die Ecke. Artefakte gibt es hier keine, ne? Auch wenn hier ein Kreis ist. Das wird nur der Ortschaftskreis sein. Wir müssen da hoch zum Turm. Dann machen wir das. Es sieht verdammt schön aus einfach. So fast, man könnte hier fast Urlaub machen. So ein bisschen Landschaftsurlaub, Natururlaub. Hier auf diesen Grünstreifen mitten im Nirgendwo in der Nähe von Prypjat. Ein bisschen strahlig, aber ansonsten hat es einen sehr schönen osteuropäischen Charme. So, Tür verschlossen. Sie müssen ihre Waffe einstecken. Oh, mach das. Ah, nice. Also er macht auch erst auf, wenn wir die Waffe weggesteckt haben. Zulu. Wir kommen. Na komm schon. Ist er hier? Zulu, bist du zu Hause? Der Typ von der Janov-Station hat mich hier rüber geschickt. Der Techniker. Ich will nach Prypjat. Was soll denn das sein? Was gibt's? Hi. Ich klaue dir erstmal deinen Wodka. Und die anderen Flaschen auch. Kann ich alle gut gebrauchen. Hi. Niesen. Gesundheit, Leo. Gesundheit. Hey, ich muss etwas Wichtiges mit dir besprechen. Cool. Lass uns zuerst einen Drink nehmen, damit wir uns auch wirklich ernsthaft über diese wichtige Sache unterhalten können. Okay, lass uns was trinken. Na, dann trink mal. Ein ehrenhafter Mann. Das war schon. Also, um was geht es? Ich habe vor, über den unterirdischen Durchgang unterhalb der Jupiteranlage nach Prypjat zu gelangen. Nitro kann den Eingang entriegeln. Ein unterirdischer Weg nach Prypjat ist eine gute Idee. Das müssen wir mit einem weiteren Glas begießen. Oh mein Gott. Der will uns doch nicht abfüllen. Ich hätte spätestens hier Feierabend gemacht. Schließlich haben wir noch was zu tun. Wir sind ja im Dienst. Hey, schmeckt richtig gut. Ich hoffe nicht, dass du deinen Plan ganz alleine in die Tat umsetzen willst. Nein, das wird nichts. Ich gehe mit und wir brauchen noch mehr Leute. Ein paar vertrauenswürdige Kameraden können bei einem Vorhaben wie diesem nicht schaden. Nitro hat mir geraten, einen Trupp zusammenzustellen. Das kriege ich schon alleine hin. Ich meine, in Sato habe ich ein Lager voller Blutsauger alleine auseinandergenommen. Eine Gasflasche und dann war die Sache erledigt. Wow, Respekt, Mann. Trinken wir darauf, dass man für den Fall der Fälle immer eine Gasflasche dabei hat. Amen. Oh nein, warum trinkt er so viel? Das ist sein größtes Hobby, aber auch sein größtes Problem, der Alkohol. Wow, wie alles schon so schimmert. Ey, schmeckt richtig gut. Ich hoffe nicht, dass du deinen Plan ganz alleine... Was? Wie bitte? Jetzt hat er mich überzeugt. Okay, ja, wir wollen einen Trupp zusammenstellen. Ja, das ist keine schlechte Idee. Trinken wir noch einen auf den Erfolg dieses Vorhabens. Oh Gott, warum? Mit uns wird tagelang nichts anzufangen sein. Tagelang. Nicht schlecht, oder? Ein Trupp wäre eine gute Idee. Wir brauchen mindestens 3 Leute. Hast du jemanden im Sinn? Ich trommle ein paar Jungs zusammen. Außerdem brauchen wir Schutzanzüge mit geschlossenem Atemkreislauf. Kennst du diesen Verrückten namens Noah? Oh ja, der ist gut. Noah mag ich sehr. Er hat sich in einem alten Kahn mit allen möglichen Sachen verbarrikadiert. Zur Begrüßung schenkt er seinen Gästen eine Ladung Blei aus
beiden Läufen seiner Schrotflinte. Vor einiger Zeit habe ich Wano in der Yano-Station getroffen. Scheinbar konnte er seine Schulden bei den Banditen nicht begleichen. Wie auch immer, ich habe dem armen Kerl geholfen. Im Bunker der Wissenschaftler hängt ein Typ vom Militär rum. Der hat dort nichts zu tun. Vielleicht schließt er sich uns ja an. Okay. Nur auf jeden Fall. Ja, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Vor einer Weile haben wir zusammengearbeitet. Er war ein fähiger Kämpfer. Ein Jammer, dass er immer so schnell austickt. Trinken wir auf ihn und seinen Geisteszustand. Ja, sollte man lieber an unseren Geisteszustand denken. Aber mal wirklich. Wow. Okay, Wano in der Yanov-Station. Cool, wenn er dabei ist, macht das Ganze sicher noch mehr Spaß. Außerdem kann er den ganzen Proviant schleppen. Auf Wano, hau rein! Sato, stramm, schalalalala. Mega, ey, was der verträgt. Okay, und jetzt noch der Typ bei den Wissenschaftlern. So ein Militärtyp. Ich glaube, den meinte ich. Ich glaube, der will das mit den Artefakten von uns haben. Also der will die beiden Artefakte haben, damit er sich endlich aus seinem Vertrag rauskaufen kann bei den Wissenschaftlern. Oder der andere. Kann auch sein, sein Kumpel da. Ja, jemanden von der Armee könnten wir immer gut gebrauchen. Trinken wir darauf, dass er sich hoffentlich anschließt. War's das? Okay, wir trommeln ein paar Jungs zusammen. Ja, Sicherheit geht vor und so. Wenn wir schon beim Thema sind, über mich brauchst du dir keine Gedanken machen. Mein Schutzanzug ist gut, aber wir brauchen die Dinger für die anderen. Und das dürfte nicht ganz einfach werden. Schutzanzüge wie diese sind hier nicht wirklich leicht zu kriegen. Auf eine erfolgreiche Suche. Oh mein Gott. Free Roaming suchen. Oh mein Gott, das wird ein richtiger Spaß, wird das werden. Aber letztendlich werden wir sie bekommen. Aber nicht mehr in dieser Folge, meine werten Ödländer, denn das war's für heute mit Stalker Call of Prüby. Hat mir jetzt wie immer eine Menge Spaß gemacht. Wenn das auch für euch gilt, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr diesem Video einen verstrahlten Daumen nach oben geben würdet. Ansonsten wieder schauen und reinkauen. Der Leo, ne? Bis dann, ciao.